Hi, meine lieben Weltenbummler. Ich bin's mal wieder, euer Oberweltenbummler Dominik. Und ich bin gerade auf dem Weg nach Hause von der Arbeit. Und ja, ich habe gedacht, ich mache mal einen Vlog für euch, einen Kurzvlog, wo ich dann da drin sage, wie es mir geht, was ich so mache. Ja, Leute, ich habe ja einen neuen Job angefangen. Und der neue Job ist echt cool, ne? Und ja, ich kann mich nicht beschweren, Arbeitszeiten sind super. Von 8 bis 16 Uhr, kann mich da echt nicht beschweren. Und ja, ich teste gerade mein neues Handy. Das ist ein Huawei Mate 20, nicht das Lite, nicht das Pro. Ich habe das normale Mate 20 und die Frontkamera hat 24 Megapixel. Ja, aber nicht schlecht, es ist schnell, das hat 4 GB RAM und alles, ich kann mich nicht beschweren. Ja, und wie gesagt, ich bin jetzt auf dem Weg nach Hause. Hab gedacht, ich nehme mal so ein kurzes Video für euch auf, so 5 Minuten, wo ich mal so erzähle, wie es mir geht, was ich so gemacht habe. Ich hoffe, ihr seid alle gut in das neue Jahr reingerutscht. Ich bin reingerutscht gut. Ja, und ihr könnt ja mal sagen, wie ihr die Qualität findet. Im Gegensatz zu meinem alten Handy, ach, alten Videos. Die habe ich alle mit meinem Galaxy S7 aufgenommen. Oder gesagt, S7 Edge. Hatte das Galaxy S7 Edge. Das ist jetzt, wie gesagt, ein Huawei Mate 20. Könnt ihr mir ja sagen, wie ihr die Kameraqualität findet. Und ja, ich kann mich nicht beschweren, also ich finde das Handy super. Ich habe das jetzt seit 2 Wochen, auch seit gestern benutze ich das jetzt auch, weil ich mir gestern eigentlich meine Hülle geholt habe, weil ich keine gefunden habe. Habe keine richtige Hülle, Leute, ich zeige euch das mal. Hier, so eine Tasche habe ich, wo ich das Handy hier oben reinschiebe. Mehr habe ich da nicht, weil ich keine Hülle gefunden habe für dieses Handy, leider nicht. Muss ich mir in Amazon mal eine vernünftige bestellen. Ja, Leute, das wollte ich eigentlich nur zu dem Thema sagen. Und ja, Leute, es werden jetzt auf dem Kanal auch öfters mal wieder Videos kommen. Wie gesagt, Schützenfest in Hannover ist dies Jahr wieder. Frühlingsfest oder Frühjahrsfest. Ja, das kommen dann auch wieder Videos. Dann will ich dies Jahr Karneval sehr wahrscheinlich in Hannover feiern. Da kommen dann auch Videos vom Karnevalszug und alles, wenn ihr das denn haben wollt. Und ja, da werde ich mal gucken. Vielleicht ist dies Jahr auch der Heidepark drin. Gucken, da werde ich auch im Heidepark ein paar Videos machen. So ein kleine Kurzvlogs, da werde ich dann zusammenschneiden was. Ja, dann vielleicht noch der Zoo in Hannover, also der Abenteuerzoo oder wie das in Hannover heißt. Kennt ihr bestimmt alle Zoom-Erlebniswelt. Genau, und sowas gibt es halt hier auch in Hannover. Das ist dann so ein Erlebniszoo. Da werde ich dann auch mal hinfahren, Leute, gucken, ob das alles klappt. Ja, Leute, mir geht's gut, wie ihr seht. Ich mache gerade ein Video. Ja, mir ist es egal, was die Autofahrer sagen, hier, die mich angucken. Ich bin YouTuber, nicht wirklich ein YouTuber, dafür lade ich zu wenig hoch. Leute, aber ich lade gerne Videos hoch. Ihr seht ja, ich rede einfach nur mit euch. Ja, Leute, das Video soll auch nicht zu lang gehen. Wie gesagt, ich will bei 5 Minuten bleiben. Wollte nur mal sagen, wie es mir geht's gut. Ja, bin gut reingestartet, bin nicht krank oder so, gesund bin ich. Ja. Ich bin erst letztes Jahr krank gewesen, vor Weihnachten. Oh ja, da habe ich eine Woche gefehlt. Aber jetzt geht es mir besser, mir geht's gut, ich bin gesund. Alles ist bombig, alles läuft. Ich habe ein neues Smartphone, was jetzt läuft. Besser als mein Galaxy S7, das habe ich ja schon jetzt 2 Jahre gehabt. Ja, das funktioniert noch. Das werde ich auch nicht abgeben, das liegt zu Hause. Aber das hier ist jetzt mein neues Hauptsmartphone, mein Mate 20. Und ja, Leute, wie gesagt, dieses Jahr werden noch viele Projekte kommen, wie gesagt. Heidepark will ich mir in Angriff nehmen, der ja hier nicht weit weg ist. Dann kommt hier, wie gesagt, der Terra-Zoo, also nicht Terra, der Erlebniszoo hier in Hannover, der kommt auch noch dran. Wie gesagt, sehr wahrscheinlich Karneval. Wenn ich fahren sollte, mache ich da einen Vlog. Und ja, wie gesagt, dann die Kirmesplätze, die in Hannover sind, da kommen auch wieder Vlogs. Habt ihr ja gesehen, bestimmt die letzten 3, die ich hochgeladen habe von Hannover. Und ja, mal gucken, was dann sonst noch kommt. Dann werde ich vielleicht sehr wahrscheinlich einen Vlog aus Duisburg machen. Weil ich habe mir vorgenommen, nach Duisburg zu fahren, zu meiner alten Heimat. Ja, und da werde ich sehr wahrscheinlich nach Moviepark fahren. Die Achterbahn ausprobieren, Star Trek. Habe ich nämlich immer noch nicht ausprobiert. Star Trek, Operation Enterprise. Die Achterbahn werde ich dann ausprobieren im Moviepark. Und sehr wahrscheinlich kommt noch ein Vlog
Wenn ich dann nicht vergesse, aus dem Phantasialand, dann möchte ich nämlich auch hin unbedingt, weil im Phantasialand möchte ich nämlich, wenn die neue Achterbahn eröffnet, der Flying Coaster im Phantasialand, sobald der Flying Coaster in Phantasialand eröffnet, werde ich zum Phantasialand fahren und mir den anschauen, Leute. Da kommt auch ein Vlog hier. Da werde ich ein paar vloggen, ein bisschen vloggen. Ich werde auch mal, ne, Taron werde ich dann wieder fahren. Das ist so eine geile Achterbahn, Leute. Kann ich nur empfehlen, Taron. Und ja, Leute, ihr könnt mir ja mal reinschreiben in die Kommentare, in welchen Freizeitparks ihr schon wart. Ich war nicht in so viele. Wie gesagt, Moviepark war ich, Heidepark, ach nee, Moviepark war ich, Phantasialand war ich, Heidepark möchte ich gerne mal hin. Und wo ich noch gewesen bin, ist Oberhausen, Zentropark. Da hieß das noch Zentropark in Oberhausen und nicht Abenteuerpark. Den habe ich mir auch noch nicht angeschaut, soll auch schön sein. Ja, Leute, Heidepark kommt dieses Jahr dran. Europapark kommt auch noch dran, da werde ich auch mal irgendwann hinfahren. Aber wenn im Heidepark, sobald ein Heidepark Kolossus wieder eröffnet, die Holzachterbahn Kolossus, werde ich in den Heidepark fahren, Leute. Also ich möchte unbedingt mit Kolossus fahren, könnt ihr mir glauben. Achterbahn Kolossus kommt dann, weil wenn die repariert ist und ich dann zum Heidepark nach Kolossus, also Heidepark fahre, dann aber nur, wenn Kolossus wieder auf hat. Weil ich möchte Kolossus fahren. Sorry, dass hier so laut ist, aber es ist ein LKW, Sterner Straße. Aber wie gesagt, wenn Kolossus eröffnet, bin ich dabei, Leute. Und ja, wie gesagt, ihr könnt da reinschreiben, welche Freizeitparks ihr besucht habt. Ja, würde mich dann freuen. Könnt ihr mal eure Meinungen teilen. Oder ihr könnt mal reinschreiben, wo ihr schon überall gewesen seid, was sich lohnt anzuschauen oder hinzufahren. Ja, könnt ihr mir das sagen, so ein Tagesausflug. Ziel könnt ihr mir reinschreiben. Wenn ihr irgendein Tagesausflugsziel habt, wo ihr sagt, Dominik, fahr doch mal dahin, das lohnt sich. Irgendein Freizeitpark, der nicht so groß ist, zum Beispiel wie, ne, kleine Freizeitparks. Wie gesagt, ich wohne hier in Niedersachsen, Nähe Göttingen. Und so, Leute, ihr könnt mir mal reinschreiben. Hier in der Nähe gibt es auch noch das Rustyland. Ja, das Rustyland soll auch sehr schön sein, da war ich auch noch nicht. Werde ich vielleicht auch mal besuchen dieses Jahr, ist auch nicht teuer, das Rustyland. Ist eher für kleinere, aber trotzdem Besuch ist es wert, dass ich darüber ein Video mache. Ja, Leute, lasst in die Kommentare da, welche Freizeitparks oder welche Freizeitaktivitäten ihr mir empfehlen könnt, wo es sich mal lohnt, mal hinzufahren. Zum Beispiel Freizeitparkmäßig, Zoobesuche, wenn ihr sagt, der Zoo ist schön oder so. Bei den Gelsenkirchen, also im Erlebniswelt, da war ich schon. Ist sehr schön, kann ich mir empfehlen. Was auch gut sein soll, da war ich noch nicht. Das Grusellabyrinth in NRW, da war ich noch nicht, Leute. Das werde ich auch mal in Angriff nehmen. Ja, doch Schloss Beck, da war ich auch schon, Entschuldigung. Den Freizeitpark habe ich vergessen, Schloss Beck. Auch ein schöner kleiner Freizeitpark. Aber Leute, wenn ihr noch Ideen und sowas habt, könnt ihr mal reinschreiben. Ich will mal gucken, dass ich dieses Jahr 10 Ausflüge mindestens mache, wenn die Freizeitparksaison wieder losgeht. Ja, im Sommer halt. Und ja, mal gucken, Leute. Aber erstmal steht jetzt eine Party an. Und das ist das nächste, was jetzt kommt, ist Karneval. Ja, Karneval ist ja 4. März. Ist in Hannover der Karnevalszug. Ein Tag vor meinem Geburtstag, Leute. Da werde ich feiern, sehr wahrscheinlich. Ja, wenn ich nicht Karneval feiern gehe, feiere ich trotzdem meinen Geburtstag. Ja, dann wisst ihr Bescheid. Haut da rein, liebe Leute. Ich war's wieder mal, euer Oberweltenbummler Dominik. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch mal einen Daumen hoch da. Aktiviert nicht die Glocke, weil hier kommen ja nie regelmäßig Videos. Will ich jetzt aber mal versuchen zu ändern. Auch wenn ich nur solche Laber-Vlogs mache. Leute, ich habe mir vorgenommen, öfters mal das zu machen. Ja, und wenn ihr mal Gaming-Videos sehen wollt, wie zum Beispiel Rollercoaster Tycoon Classic, was ich auf meinem Smartphone drauf habe, kann ich euch das auch mal zeigen. Aber das war es jetzt erstmal von mir. Ich hoffe, die Qualität hat euch gefallen. Und ja, und wie gesagt, schreibt in die Kommentare, wenn ihr ein paar Reiseziele habt, wo man mal einen Tagesausflug hinmachen kann. Schreibt es rein. Danke und tschüss.